Hi, willkommen zu einer neuen Folge Elden Ring. Letztes Mal waren wir hier in Atlas-Tunnel und in die Parfümeriersgrotte, die sich irgendwo hier kreuzen. Das ist sehr interessant gewesen. Steigt nicht vom Pferd ab. Und heute werden wir uns hier im Tal weiter umsehen. Wir haben ja schon Ort einmal durch den Boss beim Baum da mehr oder weniger unfreiwillig aufgedeckt. Auch wenn das wahrscheinlich auch noch ein interessanter Ort ist. Vor allem sind hier überall ja halt diese Todespest-Typen. Ich hasse die Dinger. Oh Gott, das sind viele. Ich werde die alle mit Magie platt machen. Die sind super gefährlich, diese Todespest-Scheiße. Ich hoffe, meine Magieflakons reichen dafür aus. So, da haben wir schon Todespest. Todespest ist so ein Rotzzustand. Raus aus der Todespest. So, einen kann ich noch werfen, bevor ich einen Trank nehmen muss. Nee, 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 nee. Nein! Okay. Das ist mir egal. Ich nehme was, um das zu resetten. Kann ich diese Dinger überhaupt herstellen? Ich habe nicht mal ein Rezept dafür. Also Todespest ist so scheiße. Es ist halt ein Instant-Kill, wenn es dich befällt. Und beim Basilisten ist es noch okay, aber die sind so widerstandsfähig hier. Basilisten schlägst du, dann sind die staggert, da geht's auf jeden Fall runter. Und das war's dann. Ich finde es sehr merkwürdig, dass das nicht als Ruine oder so gekennzeichnet wird. Ja, wahrscheinlich wird unten bei der Treppe nur eine Kiste sein. Denke ich jedenfalls. Ja, sieht so aus. Ja. Okay, was gibt's hier Schönes? Goldener Zorn! Ja, das steht mir doch perfekt. Zornig bin ich sehr oft im Spiel. Nein, Spaß. Was ist denn das? Goldener Zorn. Erzeugt eine goldene Schockwelle, die Gegner zurückstößt. Okay. 32 Glaube, 40 FP werden benötigt. Ich erhoffe mir einiges, weil es ist eine, was 50 Glaube verlangte. Das ist halt ein bisschen ernüchternd gewesen. Also der Damage davon hier von den Eldensternen ist sehr, sehr dünn. Und es braucht zwei Zauberslots. Habe ich mir ehrlich gesagt mehr von versprochen. Aber gucken wir mal. Sobald ich einen Ort der Gnade finde, können wir das mal ausrüsten und gucken, was das so macht. So, ja, da kommen wir gleich zu den Ruinen des Wandvolkes. Hier sind mehr von diesen Viechern, ne? Man hört sie. Und Schneckis. Machen Schneckis auch Todespest? Ich will es gar nicht rausfinden, um ehrlich zu sein. Die spucken irgendwas auf jeden Fall. Es ist keine Todespest.
Da ist noch ein Schnecki. So, ja. Euch außer Distanz. Ich hab keinen Bock auf Nahkampf mit euch. Oh! Ah, Doppeltreffer, sehr gut. Da ist so ein Baum, der mir was zeigt, auf jeden Fall. Und hier sind noch mehr von den Viechern. Man hört sie. Das einzig Gute an diesen Rotzviechern, dass ihre Anwesenheit angekündigt wird. Aber wo? Ich bin jetzt in den Ruinen, ne? Mhm. Ja, der da hinten wird das sein. Hier sind sonst nur Schneckiviecher. Ich finde das merkwürdig, dass hier in den Ruinen nichts ist. Oder zählt das hier als komplett dazu? Da oben ist auch noch was. Das war ja hier das Enttäuschende, das weiß ich noch, wo nichts war. Okay, bevor ich mir den da... Oh Gott. Ich sehe gerade den ganzen Rudelbombs da hinten. Der ist schnell. Nein, 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 raus aus der Todespest. Da drin wird halt safe was sein. Ich muss wahrscheinlich gleich einen Crit-Out machen. Weil der wird mir wahrscheinlich abhauen. Ich will den da hinten anvisieren. Wieso geht das nicht? Ich versuche mal, den zu one-shotten. Okay. Eine Kriegsasche war das auf jeden Fall. Die Asche da, die habe ich schon mal aufgenommen. Da bist du. Müsste hier nicht... Ah, hier oben ist auch noch Ruinen. Aber erstmal den Typen da. Wo latscht der rum? Da. Wieso kann ich den nicht anvisieren, verdammte Scheiße? So, jetzt. Warum ist die Anvisierung sofort weggegangen? Bullshit. Nein, nein. Raus da. Die Viecher. Jeder einzelne ist so todbringend. Ja, ist klar. Okay, ich kann das auch. Ich kann auch cheaten. Das sind die Typen bei den Bäumen, wo der Boss war, den wir vor zwei Folgen umgemäht haben. Es wird langsam dunkel. Gefällt mir, glaube ich, nicht.
Oh, ein Handbuch. Ich wünsche mir, dass das ein Handbuch ist, das mir diese kugelgekke Todespest herstellen lässt. So, gucken wir mal an, was da in den Mauern noch sich so tut. Hier sind lauter Schneckis auf jeden Fall. Okay, scheint der letzte Gegner gewesen zu sein. Vom Wegen. Das war fast zu erwarten. Den Baum da, den gucken wir uns gleich an, sobald ich hier in den Ruinen fertig bin. Wenn das nur einer ist, alles gut. Hat er mit der Todespest die Schneckis gekillt? Ist ja super interessant. Schneckis sind dann nicht immun gegen Todespest, alles klar. Ein Ikonenschild. Das ist mir viel zu farbenfroh, um ehrlich zu sein. Guck ich mir aber gleich mal an. Ja, ist gut, Schneckis. Ihr kriegt ja alle eure Extra-Behandlung. Ist gar nicht schlecht, kann ich meinen Mana etwas auffüllen. Ich habe das ja aus dem Echo von Boss hergestellt, deswegen habe ich wenig Hoffnung, dass man noch eine bessere Version davon finden kann. Aber vielleicht ist das noch drin. So, haben wir Schneckis alle platt gemacht? Ja, sonst gibt es hier keine Ruinen mehr. Dann gucken wir uns mal an, wo uns das dahin führt. Ich muss... Ja, ich nehme mal lieber einen Trank. War ich da drin? Ja, es war das da, ne? Ja. Aber das Geräusch, das macht mich wahnsinnig, ne? Ach so, das ist der Rudelbums da, ne? Stimmt, den habe ich vergessen. Die erledige ich mal, falls der Geist da langläuft gleich nämlich. Als ob. Das sind 4 Stück. Okay. Ich kann zum Glück 2 Treffer landen, bevor der überhaupt aufmerksam auf mich wird. Ja, von wegen. Nein! Oh lol, warum hat das jetzt extra viel Schaden gemacht? Weil ich in sein Gesicht gepfeffert habe? Hier ist irgendwo ein... Igel, nenne ich es. Skarabäus. Man hat ihn gehört. In die Richtung etwas mehr. Da sind Quallen. War ich da schon? Eigentlich ja. Ich höre den Igel nicht mehr. Der wird hier irgendwo beim Ah, da ist er. Okay. Das ist nur ein Dings-Igel, ne? Der mir Flakons wieder gibt. Ja. Okay. So. Dann schauen wir mal, was für ein Geheimnis du offenbarst. Hallo? Okay, ich kann das nicht anklicken. Ich nehme mal stark an, dass es mich entweder hier hingeführt hätte oder... Ne, das ist zu nah. Ich nehme mal an, der zeigt
den Weg zum Atlas-Tunnel. Schade. Ja, die kann man ja nicht mehr anklicken, wenn man das Geheimnis schon entdeckt hat. Okay, wir gehen mal nach hier oben hin und gucken, was da noch so ist. Ich hoffe, ich habe möglichst viele von diesen Todespest-Typen hier schon eliminiert. Das ist die goldene Saat, die ich schon mal eingesammelt habe. Ja. Hier geht's tief runter. Also hier hin will ich. Hier sind Todespest. Dudes, man hört sie wieder. Es ist dunkel, ich sehe nicht viel. Ist problematisch. Da ist einer. In einen See. Nee, 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 nee. Ja, von mir aus den See kannst du vollkotzen. Hauptsache nicht mich. Hast sogar ein Item fallen gelassen. So. Hast du hier irgendwas Spezielles bewacht? Ja, das ist halt ein Eingang wieder nach oben. Hallo, heb das auf. Geht doch. So, die Brücke, wo ich oben schon mal drauf war. So, was sind denn hier so interessante Orte? Da war ich schon, das habe ich alles gesehen. Also eigentlich nur noch hier vorne, das hier wahrscheinlich. Und dann haben wir das Atlas-Plateau fertig, ne? Hier waren wir schon. Sieht so aus, ja. Böse, böse Jungs sind in der Nähe. Wo? Ich möchte gerne, dass wieder Tag wird, dass ich mehr sehe. Und dass die Musik nicht... Sag mal, tickst du locker und sauber? Ich wollte gerade sagen, dass die Musik sich so verändert. Finde ich auch nicht gut. Das hat sowas Bedrohliches immer an sich, ja. Apropos bedrohlich. Das ist viel zu weit weg. Ja, clever hinterm Baum versteckt, das muss ich dir lassen. Fuck you. Wenn ich jetzt 90.000 Runen verballere, ne, dann ist was los. Und der Ort der Gnadepunkt ist auch richtig für den Popo. Dead hat wenigstens...
ansatzweise was Positives. Es ist wieder hell. Das ist zu tief. Keine dummen Aktionen will ich sehen. Es ist fast ein Level-Up. Ah, hier haben wir noch was. Hallo, sammel das ein. Ah, Schneckis, scheiß drauf. So, und jetzt möglichst von denen hier weg. Das Gute ist, die sind nicht schnell. Ja, das ist der Typ, der mich umgelegt hat. So, eingesammelt und du kannst mich mal. Ein heranwachsender Schmetterling, schön und gut. Ich finde diese Gegner zum Kotzen. Ich habe keinen Bock auf die. So, da geht's noch eine Ebene tiefer. Okay. Achso, da bin ich da. Hm, da waren wir schon mal. Ne? Nee. Wo es die Ebene tiefer geht, da kann ich noch hin. So. Ja, ihr könnt hier patrouillieren, wie ihr wollt. Ich habe keine Lust auf euch. Ihr seid nervig. Ihr seid extrem nervig. Nerviger als Basilisten. Oh, schick, schick, schick. Was ist hier los? Wir lösen mal das Rätsel. Berühre drei Phantomwappen. Okay. Krieg sogar eine Karte. Ja, da ist das erste. Ach so, berühren. Was habe ich davon? Warte mal, hier ist ein Turm, ne? Trügerischer Turm. Hä? Erscheint der Turm, wenn ich diese drei Wappen finde? Da hinten ist das nächste. Ich guck mal auf die Karte gerade einmal, die ich bekommen habe, solange ich die Ruhe noch habe. Ne, das ist was anderes. Das ist es. Aha. Das, wo der Turm steht, habe ich gerade aktiviert. Das, was ich gerade sehe, ist das links daneben. Und das heißt, das andere... Warte, zeig mal her. Muss hier irgendwo sein. Okay, das andere ist da irgendwo. Na, ich sehe es von hier. Ich schnapp mir mal das Item. Mein Freund, danke. Eine Linie. Was ist das? Ein Gargoyle, der... Okay. Ja, wie kann ich... auf dem Pferd irgendwie scheiße erledigen? Okay, er dreht um. Ich habe die ganze Zeit Angst gehabt. Tauchen die jetzt unendlich oft nach? Habe ich irgendwie den Eindruck, bis ich das Ding berühre? Ja, die tauchen, glaube ich, unendlich oft nach. Ich berühre das mal. So. Und... Ah, jetzt sterben sie auch. Okay. So, und der dritte wird, denke ich, hier irgendwo in der Nähe der Brücke sein. Ich muss die anderen Punkte mal wegmachen. Ich habe irgendwo noch einen markiert. Wo ist der? Da oben. Hier sind die dummen Viecher. Ich hasse sie. Umgehen. Moment, da ist er, ne? Ne, ich habe irgendeine Spiegelung anscheinend gesehen.
Hier ist ein Ort der Gnade. Den aktiviere ich mal nicht. Das kenne ich noch von diesen Türmspielchen nämlich. So, ich bin jetzt in der Nähe. Verfolgt mich gerade irgendwas? Dann gucke ich nochmal in Inventar da drauf. Vor der zweiten kaputten Brücke. Hä? Das sind drei kaputte Brücken. Auf der Karte sind vier abgebildet. Ja, es sind vier abgebildet. Ah, ja, okay. Ja, dann müsste das ja hier irgendwo sein, ne? Hier, wo ich jetzt bin. Ich mach mal den weg. Da würde ich... Der muss hier irgendwo sein. Vielleicht hier oben? Was leuchtet hier so komisch? Nicht schlecht, nicht schlecht. Ah, jetzt ist der Turm auch aufgetaucht. Interessant. Sehr interessant. Hä, ich hab doch alle Dinger platt gemacht. Oh oh. Will mit euch nichts zu tun haben. Ihr seid super nervig. Und ich hoffe, das ist der einzige Spot im Spiel, wo ihr vorkommt. Ich traue mich das fast nicht zu sagen, aber ich wünsche mir Basilisken zurück. Okay. Turm entdeckt. Was gibt's hier? Ein Fahrstuhl. Oder? Das soll doch ein Fahrstuhl sein. Hä? Ah, da ist eine Leiter. Kein Fahrstuhl, eine Leiter. So, haben wir hier was? Nö. Okay, es gibt zwei Sachen. Erstmal gibt es eine Kiste. Mit unsichtbarer Klinge und unsichtbare Form. Das sind, glaube ich, Zaubereien. Ja, das sind Zaubereien, ne? Ja, das ist was anderes. Da. Macht euch nahezu unsichtbar. Macht die Waffe in der rechten Hand völlig unsichtbar. Was für einen Sinn hat das? Okay, vielleicht PvP, um den Gegner nicht zu zeigen, was man für ein krasses Teil hat. Aber sonst sehe ich das nicht. Und ein schlummeres Ei, okay. Naja, Preis ist jetzt nicht so doll. Aber egal, Leute. Wir gucken kurz mal hier noch hin. Machen die Folge Notfall. Ah! Geile Aktion. Das war doch mal eine geile Aktion, ne? Ach, das ist nicht euer Ernst. Ja, weil ich mich an den scheiß Punkt da nicht hinsetzen wollte, weil ich das Rätsel nicht lösen wollte. Egal, wir machen die Folge länger. Mich interessiert noch der eine Ort da oben. Ob da was ist, weil dann sind wir beim Atlas-Plateau fertig. Außer es gibt, glaube ich, noch ein paar Gegner, die nur bei Dunkelheit auftauchen. Da werde ich mich dann bis zur nächsten Folge ein bisschen einlesen, wo die auftauchen. Und dann kümmern wir uns um die. So, jetzt erstmal meine Runen mal wieder. Ein ewig währendes Thema.
Und bei meinem Glück werden die Runen ganz oben im Turm sein. So, dass es möglichst nervig ist, die wieder aufzunehmen. So, Moment. Jetzt aktivieren wir den erstmal. So, und jetzt will ich meine Runen haben. Ich werde oben im Turm hocken, ne, weil ich von oben runtergeflogen bin. Aber Sturmwind, was war das denn bitte für eine Nummer eben gerade? Ich bin selber schuld, ja, aber trotzdem war das nicht cool von Sturmwind. Die werden hier ganz oben bei den Items sein, ne? Ja. So. Keine dummen Sachen machen. So. Und jetzt gucken wir uns die eine Ruine da noch an, falls das was sein sollte. Und dann sind in der nächsten Folge die Bosse bei Dunkelheit fällig. Wie komme ich da hin? Von da oben? Fragezeichen? Muss ja. Kann ja nur von hier oben sein. Und dann runterjumpen. Wie tief ist das? Ja, das kann ich ab. Jedenfalls mit Sturmwind. Im Friedhof. Keine Items, nix? Nee, nur Wölfe. Ah, das ist der Ort, okay. Das könnte eine Kirche sein. Nächste heilige Träne vielleicht. Jo, tatsächlich. Was war das gerade? Dich kenne ich von irgendwoher. Ich weiß allerdings nicht mehr genau wo. Ich hatte mir irgendwo als Boss, meine ich. Ich glaube, in der allerersten Ruine, die wir in Atlas Plateau gefunden haben. Aber du hast stark abgebaut seit der Zeit. Heilige Träne? Heilige Träne, Leute! Okay. Ja, nächste Folge suche ich mal die Bosse, die nur bei Dunkelheit erscheinen in Atlas Plateau. Ich danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao!